Alibaba ist wahrscheinlich in Deutschland der bekannteste Chinese überhaupt heutzutage. Es gibt kaum jemanden, der den Namen noch nicht gehört hat. Und das hängt natürlich mit seiner markanten Medienpräsenz zusammen. Und diese hat natürlich begonnen in etwa mit 2007 mit seinen großen Arbeiten auf der Documenta in Kassel, wo er natürlich die 1001 Nacht Fairy Tale Installation gezeigt hat und eben die 1001 Chinesen eingeladen hat. Das hat damals, glaube ich, die deutsche Öffentlichkeit sehr beeindruckt. Und seitdem ist der Name immer weiter gewachsen eigentlich in Deutschland. Dennoch sollte man sich das genau nochmal anschauen, wie es eigentlich dazu kam, dass Alibaba bei uns diese Position bekommen hat, die eben nicht stimmig ist mit der Position, die er in China unter seinen eigenen Zeitgenossen im zeitgenössischen Bereich hat. Und entsprechend würde ich gerne noch mal einfach jetzt in die Biografie eingehen des Künstlers, der ja 1957 geboren ist, just in dem Jahr, als sein Vater, der bekannte Dichter und Schriftsteller Ai Qing, in die Verbannung geschickt wurde, weil er als zu rechts, als Volksfeind quasi eingestuft worden war von der chinesischen Partei. Es hatte einen Umschwung gegeben in der Politik und die Familie war verbannt worden. Sodass Ai Weiwei natürlich in absoluter Armut aufgewachsen ist und auch in dem Bewusstsein, dass man politisch in diesem Land China oft ganz schnell auf der falschen Seite stehen kann und stets in Gefahr geraten kann. So ist er eben in der Verbannung aufgewachsen. Sein Vater Ai Qing konnte ihm auch nicht wahnsinnig viel an kultureller Bildung mitgeben, denn die Bücher, die sein Vater gesammelt hatte früher, die hatte man alle verbrannt aus Angst vor weiteren Repressalien. 1976 dann durfte die Familie zurückkehren nach Peking und in den 80er Jahren wurde der Vater auch wieder rehabilitiert. Das dauerte noch einige Jahre. Und mit der Rückkehr nach Peking wurde Ai Weiwei relativ schnell aktiv. Es gab damals, direkt am Anfang waren noch alle Universitäten und Akademien geschlossen. Das heißt, es gab auch keine Modelle zum Beispiel zum Zeichnen, sodass Ai Weiwei zum Beispiel viel Zeit am Bahnhof verbrachte, wo er Skizzen machte von den Menschen, die dort waren, als quasi Akademie-Modellersatz. Und praktizierte somit am Anfang seine Kunst, später dann 1978, konnte er sich dann in die Filmakademie einschreiben in Peking und wurde auch mit anderen Zeitgenossen sehr aktiv. Unter anderem gründeten sie die Gruppe Sterne. Das ist eine in der chinesischen Kunstgeschichte eigentlich der Wendepunkt oder auch der Anfangspunkt der zeitgenössischen Kunst. Diese Gruppe hatte sich eben entschlossen, sich loszulösen von dem damals gängigen Bild in der Malerei, die natürlich sehr durch die Propagandakunst der Kulturrevolution und der vorangegangenen Jahre geprägt war, um frei zu arbeiten. Aber man verwehrte dieser Gruppe Ausstellungsraum. Man muss sich vorstellen, dass es damals keinerlei Galerien gab. Es gab ein einziges Museum, das eigentlich nach wie vor nur staatsgetreue Kunst, die eigentlich dem Volk dienen sollte, ausstellte. Und dieser jungen neuen Gruppe hatte man also die jegliche Möglichkeit verwehrt, auszustellen. Und im Protest hat dann diese Gruppe damals beschlossen, am 29. September, also kurz vor dem Nationalfeiertag, selber die Dinge in die Hand zu nehmen und neben dem Museum eine Ausstellung zu montieren. Also unter freiem Himmel hat man die Arbeiten sowohl malerischer Art als auch Skulpturen aufgehängt. Und es gab natürlich gleich politisch einen großen Aufruhr damals. Sie wurde am Folgetag sofort geschlossen von den Kulturbehörden. Was aber zur Folge hatte, dass die Gruppe dann beschlossen hatte, in Protest am 1. Oktober auf quasi einen Demonstrationszug zu gehen. Der 1. Oktober ist der chinesische Nationalfeiertag und just in diesem Jahr war es das 30. Jubiläum dieses Feiertages. Und die Gruppe ging also in lautstarken Protest über und forderte nicht nur kreative Freiheit und Ausdrucksfreiheit, sondern eben auch fielen damals schon die ersten Rufe nach Demokratie. Und tatsächlich hatte es Folgen, sie wurden durchaus gehört. Und man bot der Gruppe dann schließlich an, in einem kleinen Raum im Beihai Park, das ist nördlich der verbotenen Stadt in Peking, auszustellen. Das war immerhin ein kleiner Erfolg für die damaligen Zeiten.
dass sie überhaupt ausstellen durften. Im Folgejahr durfte die Gruppe dann sogar in dem einzigen Museum, im National Art Museum of China, wie es heute heißt, tatsächlich eine größere Ausstellung machen. Und der Grund, warum diese Ausstellung mitunter zugelassen worden war, dass damals der Vorsitzende der Künstlervereinigung gesagt hatte, ach, diese Ausstellung wird das Volk im Schnitt eh nicht verstehen, das wird gar nicht ankommen, was diese Künstler genau wollen, wir brauchen uns da keine Sorgen drum zu machen. Das war eigentlich das Hauptargument, warum man diese Ausstellung zugelassen hatte. Und das ist eigentlich sehr interessant, wenn man bedenkt, dass genau mit diesem Argument auch heute streng genommen immer noch gearbeitet wird. Die zeitgenössische Kunstszene ist in China, wenn man betrachtet, wie groß dieses Land und die Bevölkerung ist, verschwindend klein. Wahrscheinlich erreichen maximal 3% der Bevölkerung die Arbeiten dieser Künstler. Also die Zentren sind in Shanghai, in Peking, in Canton, noch ein Stück weit in Chengdu, überall da, wo es die großen wichtigen Kunstakademien gibt in China. Und anderswo kann man zeitgenössische Kunst, so wie wir sie verstehen, kaum sehen in China. Und das heißt, dass es eigentlich ein Bereich der Spezialisten ist. Die Künstler selber gehen hin, die Sammler, die Kuratoren, die Museumsdirektoren. Und die Öffentlichkeit, die allgemeine chinesische Öffentlichkeit, hat ein relativ kleines Fenster, um sich damit zu befassen. Und das ist einer der Gründe, warum China relativ offen, vergleichsweise offen damit umgeht, mit chinesischer zeitgenössischer Kunst, die durchaus auch politisch ist und warum sie auch unter anderem diese Ausstellung im Ausland zulässt. Denn im Ausland sind natürlich solche Ausstellungen zeitgenössischer chinesischer Künstler für eine chinesische Regierung positiv. Sie können damit ganz bewusst ein positives Bild von Weltoffenheit schaffen, das eigentlich ein wenig schief ist, wenn man dann wieder zurück nach China schaut. Ai Weiwei ging also 1981 nach New York. Er ging zunächst nach Philadelphia, wo er Englisch lernte, bewarb sich dann in der Parsons School of Design und fing dort an zu studieren, unter Sean Scully übrigens, das war einer seiner Professoren, von dem er sehr viel gelernt hat damals. Und auch damals hatte auch er, bedingt durch seinen Vater und die Erziehung, die er zu Hause erhalten hatte, auch schon eine große Liebe für die Schriftstellereien, für die Dichtkunst. Und er ging also zu vielen Lesungen in New York, bewegte sich viel in die Galerien und lernte also viele Künstler kennen, die dort damals aktiv waren, darunter Andy Warhol und andere mehr. Und wie man in seiner Arbeit heutzutage sieht, Herr Boros hat es eben auch quasi schon erwähnt, ist der Einfluss sehr stark gewesen auf seine Arbeitsweise. Er hat also alles, was er vor Amerika praktiziert hatte, was eigentlich überwiegend Malerei war, abgelegt und eigentlich kaum jemals wieder gemalt in Öl. Er zeichnet noch viel, aber er malt nicht mehr eigentlich und hat sich vorrangig der Installation gewidmet und wesentlich mehr anderen Formen des künstlerischen Ausdrucks, wie wir gleich sehen werden noch. Alles, was er in den Vereinigten Staaten gelernt hat in seiner Praxis, hat er natürlich mitgenommen und später in seiner Arbeit weiter umgesetzt. Das ist ja evident in den Arbeiten, die man heute von ihm sieht. Nach seiner Rückkehr 1993 nach China, die basierte auf der Krankheit des Vaters, der schwer krank geworden war, begab er sich natürlich wieder in Kontakt mit der Künstlerszene und eines seiner ersten wichtigen Projekte, das er machte, war die Veröffentlichung der drei Bücher Black Book, Grey Book und White Book. Das war in Zusammenarbeit mit der ihm nachfolgenden Generation von Künstlern, mit denen ich zum Beispiel damals zur Schule ging, auf die Akademie. Auch damals, auch in den 90er Jahren noch, gab es quasi keine Galerien. Es gab eine einzige kleine Galerie, die 89 oder 90 gegründet wurde, die Red Gate Galerie, die gibt es heute auch noch. Und ansonsten gab es noch am Konservatorium, gab es noch in der Beijing Concert Hall, gab es noch eine kleine Möglichkeit, in dem Flur der Konzerthalle auszustellen. Das war also auch nicht sehr spannend für einen Künstler. Da konnte man also Arbeiten maximal von der Größe ausstellen und nicht viel mehr. Und das war natürlich problematisch. Die Künstler hatten also keinen Zugang zur Öffentlichkeit eigentlich. Und so entwickelte Iowa dieses Projekt Black Book, Grey Book und White Book, in dem die Künstler zwar nicht ihre Arbeiten selbst fotografisch zeigten, sondern wo sie über ihre Arbeiten sprechen sollten. Als sie das Projekt formulierten, schickten die Künstler ihm zunächst Fotos zu und er schickte die alle wieder zurück an die Künstler und sagte, nein, nein, ihr sollt über eure Arbeiten sprechen. Denn auch das war natürlich etwas, was es in China damals nicht gab. Die drei, vier Kunstmagazine, die es damals gab, durften natürlich
nicht frei veröffentlichten. Auch das unterlag der Zensur ganz stark. Ai Weiwei ist für die Entwicklung des zeitgenössischen chinesischen Kunstmarktes unglaublich wichtig gewesen. Und das ist eigentlich bei uns relativ wenig dokumentiert. In den vielen Presseartikeln, die man in China veröffentlicht, in Deutschland veröffentlicht, entschuldigen, es wird eigentlich selten darüber geschrieben. Auch in den Dokumentarfilmen wird diese Historie der Person Ai Weiwei selten erwähnt, leider. Und daneben ist natürlich auch ganz wichtig zu erwähnen, dass Ai Weiwei natürlich nicht nur Künstler ist und er ist auch nicht nur ein Aktivist, sondern er ist natürlich vor allen Dingen auch ein Architekt. Er hatte 2004 mit den Architekten Herzog und de Meuron hat er ein Architekturstudio gegründet. Er ist mitbeteiligt gewesen an einem der berühmtesten Architekturprojekte neben der chinesischen Mauer, nämlich dem Vogelnest. Das ist in diesem Projekt entstanden. Von dem hat er sich allerdings politisch damals zurückgezogen, noch vor Eröffnung der Spiele. 2008 ist natürlich der Wendepunkt in Ai Weiweis Karriere schlechthin gewesen. Im Frühjahr 2008 hat das große Erdbeben mit auf der Richterskala 8.0 einen großen Schock ausgelöst in der chinesischen Bevölkerung und natürlich auch bei Ai Weiwei. Und wer von Ihnen die Ausstellung schon gesehen hat, kennt einige seiner Arbeiten, die er mit den Stahlstangen, die er von der Erdbebenstelle herausgeholt hat, dann später auch inszeniert hat. In jedem Falle ist es ein Wendepunkt gewesen. Die chinesische Regierung war damals nicht bereit, auf Anfrage von Ai Weiwei mitzuteilen, wie viele Menschen umgekommen waren, insbesondere wie viele Kinder umgekommen waren damals. Und von jenem Zeitpunkt an fing er sich quasi ganz aktiv an, mit der Regierung auseinanderzusetzen und sie auch bloßzustellen. Bis dahin hatte Ai Weiwei eigentlich ein gutes Verhältnis zu der chinesischen Regierung. Er war ja quasi öffentlich beauftragt gewesen, auch an den Bauten der Olympischen Spiele mitzubauen. Man hatte ihn öffentlich gebeten, in Shanghai ein Kunststudio zu bauen. Er war bis 2008 immer vergleichsweise auf der guten Seite der Regierung gewesen, aber nicht so nach 2008. Danach ging es eben rapide bergab. Und mit 2011 setzt dann letztlich den Endpunkt dieser Abwärtsbewegung mit seiner Inhaftierung am 3. April 2011. Und das ist natürlich ein Zeitpunkt, wo auch bei uns in den Medien nochmal ganz, ganz großer Aufwand betrieben wurde. Wurden wahnsinnig viele Berichte verfasst, mitunter aus dem Grund, dass an dem Tag vor seiner Verhaftung in Peking eine wichtige deutsche Ausstellung, die Kunst der Aufklärung, eröffnet worden war und alle unsere großen Journalisten gerade vor Ort in Peking waren damals. Wir haben ein besonderes Verhältnis zu Ai Weiwei, das sich sicherlich abhebt von dem Verhältnis anderer europäischen Nationen. Ich glaube, in keinem anderen europäischen Land wird so viel und so ausgiebig über Ai Weiwei berichtet wie bei uns. Aber der Künstler wird eben bei uns in der Regel immer als vor allen Dingen als Aktivist porträtiert. Jetzt im Rahmen dieser Ausstellung Evidence, die wir hier in Berlin zurzeit zu sehen haben, haben sich die Medien eigentlich fast ausschließlich über den Künstler als Aktivist geäußert. Das hat mich persönlich eigentlich, ich fand das sehr schade eigentlich, denn er ist ja durchaus ein anerkannter Künstler in China und auch hier. Und dass man ihn nun nur noch als Aktivisten sieht, halte ich für äußerst fragwürdig, zumal es auch überhaupt nicht seiner Position in China entspricht, wo er das seiner Art in den Medien hier zu funktionieren durchaus negative Rückwirkungen hat. Entsprechend würde ich ganz gerne mal, also abseits von diesem Europabild, das wir hier haben, gerne mal nochmal zurückgehen auf die Situation in China, die sich ganz anders darstellt. Wir haben inzwischen die dritte Generation von Künstlern, die ganz jungen Künstler der aktuellen Generation, die zurzeit auch übrigens im Wedding in den Uferhallen zu sehen sind, in der Ausstellung Die Acht der Wege. Das ist eine Generation, in eine komplett andere Welt hereingewachsen ist. Diese Generation, die man in China auch die nach 70er und nach 80er Generation nennt, also die nach den 70ern und nach den 1980ern geboren sind eine Welt reingewachsen, in der es, wenn man nicht unbedingt sehr politisch orientiert war, eigentlich nirgendwo politisch angeeckt ist und sich relativ frei entfalten konnte. Die sind in eine Welt reingewachsen, in der es einen bestehenden Kunstmarkt gab, in der es Galerien und Museen gab, in der es Kunsthändler, Kuratoren, also das komplette System komplett bestand. Und diese junge Generation bewegt sich wie jeder andere internationale Künstler auf dem internationalen Ausstellungsparkett.
Sie geht auf die Biennale, man geht auf die Art Basel, man geht auf die Art Hongkong, man geht auf die Biennale in Venedig und dergleichen mehr. Aber diese Künstler werden halt immer wieder konfrontiert mit der Tatsache, dass sie eben oft genug nicht politisch genug sind. Es gibt eben überliefert durch die westlichen Medien dieses Bild von dem chinesischen zeitgenössischen Künstler, der unbedingt und zwingend politisch sein muss. Und das ist natürlich durch die Position Ai Weiweis befördert worden. Und es gibt heutzutage einigen Unmut, gerade unter den jüngeren Künstlern in China, was diese Differenzen angeht. Denn die jungen Künstler möchten einfach nur als international agierende Künstler anerkannt werden und nicht so unbedingt als jetzt speziell als chinesische Aktivisten dargestellt werden. Und in diesem Zusammenhang hat es in den letzten Monaten in Peking und Shanghai relativ viel Bewegung gegeben. Bei der letzten Verleihung des Chinese Contemporary Art Award in Shanghai, das war zum 15. Jubiläum, wurden alle Preisträger auch eingeladen des Awards. Und auch Ai Weiwei, der auch Preisträger ist, war mit aufgelistet unter den wichtigen Künstlern und Preisträgern. Aber leider wurde dann kurz vor Eröffnung sein Name von den lokalen Kulturbehörden mit weißer Farbe übertüncht, was natürlich sehr unangenehm war und nochmal wieder darauf hindeutet, wie seine Position ist in China. Er darf streng genommen nicht ausstellen in China und auch sein Name ist quasi immer noch tabu unter den chinesischen Behörden. Diesem nicht genug. Wenige Wochen später wurde dann im Ulm Center of Contemporary Art eine Retrospektive der Sammlung von Hans van Dijk, dem wichtigen Sammler, gezeigt. Und darin war tatsächlich eine Arbeit von Ai Weiwei geplant gewesen, vorgesehen, auch schon vor Ort. Und leider ergab es sich, dass im Rahmen der Eröffnung und auch der Pressemitteilungen der Name von Ai Weiwei von der Liste gestrichen wurde. Es waren einige Namen wohl nicht präsent, so die aktuellen Informationen. Das heißt, es war wahrscheinlich nicht nur Ai Weiwei, dessen Namen nicht auf der Liste drauf war. Aber Tatsache war, sein Name war nicht mit in den Pressemitteilungen drin gewesen und auch die Schilder an seiner Arbeit waren abgehangen worden. Und das hat leider dann dazu geführt, dass Ai Weiwei sich sehr, sehr geärgert hat darüber und nicht nur seine Arbeit zurückgezogen hat, sondern auch zugleich von seinen Kollegen, die mit in der Ausstellung vertreten waren, gefordert hat, dass auch sie ihre Arbeiten zurückziehen. Und dass nun an Ai Weiwei nun hinging und seine Arbeit zurückzog, wo er doch gerade tatsächlich endlich mal seine Arbeit zeigen konnte, ist vielerorts auf viel Unverständnis gestoßen. Und in letzter Instanz hat einer der jungen Künstler, Yan Xing heißt er, einen öffentlichen Brief in die Medien gebracht, in die sozialen Medien gebracht, der eigentlich diese ganze Problematik sehr genau schildert. Und den werde ich auch gerne gleich nochmal vorlesen. Die Überschrift heißt Yan Xing, so sorry, und bezieht sich eben auf diese Geschichte, die ich eben erzählt habe. The title of this text is that of a 2009 exhibition by Ai Weiwei at the Haus der Kunst in Munich. What I'm apologizing about is the fact that for a very long time, no one has dared to say no to Ai Weiwei. As one of China's youngest artists, I have been aware of the Ai Weiwei phenomenon ever since I started studying art. He is, without question, one of the most important contemporary Chinese artists, and almost everyone working in the art business has been talking about him for years. In China, he is something like a myth. An ordinary person of wholesome character like myself cannot possibly talk to him. He is surrounded by innumerable hangers-on forming a gang-like faction. Since we are both former recipients of the Chinese Contemporary Art Award, last month Ai Weiwei and I together participated in the exhibition 15 Years Chinese Contemporary Art Award, held at the Power Station of Art in Shanghai. During the preparation phase of the exhibition, his name appeared in all the appropriate places, but 1 hour before the opening, his name was erased by the authorities in charge. I felt very distressed and at a loss as to what to do. I hoped that the authorities would give him a reasonable explanation, and I regretted that China's condition was like this. But at the same time, I also observed that many members of the public, as well as the media, were pleased that he had been removed from the list of artists in the exhibition.
In fact, people's expectation that he would be eliminated from the exhibition drowned out the expectation that he would participate. This is because once he was unable to participate in his exhibition, this fact immediately confirmed the long-standing prejudice of China as a country that is going into the opposite direction from the Western world. I couldn't hold back a sigh. How unlucky I was to live in such a country. Even more unfortunately, I still needed to endure the entire Western world's criticisms of the world in which I am living. Unsurprisingly, the New York Times reported on that exhibition with the headline, Ai Weiwei erased from show in Shanghai. The remaining 18 prize-winning artists, including myself, were forced into the role of supporting actors participating in this act of Western criticism of one particular aspect of China. For a long time, I have reflected about the risks I have taken on in becoming a Chinese artist. I have also for a long time pondered about how I could make Western artistic circles perceive more correctly the Chinese world in which we live. But for all this time, the Western world has unceasingly expected all of us Chinese artists to be Ai Weiwei's. Whatever else artists have been doing has no importance. Indeed, the attitude toward us has now become shaped by the logic that if we don't oppose our own country as Ai Weiwei does, then we are not good artists. I'm very annoyed and depressed by this. It is constantly being made clear to us that the West does not need an artist from China. Ai Weiwei incessantly and ad nauseam presents himself as a Chinese hero of democracy. Indeed, no other Chinese person today can so completely focus the pity of the entire world on his person. But if China, or more precisely our Chinese artistic circles, were as open as the West, would he still be able to command so much attention? Doesn't he have a vested interest in keeping China closed for the sake of being able to persist in his heroic stance? And hasn't he himself developed into a dictator of sorts? But whoever screams loudest does not always hold the truth in his grasp. To remain silent would be wrong because it might amount to a voluntary resignation. I am reminded of the opening line of Italo Calvino's Black Sheep. There was a country where they were all thieves. Das war jetzt ein sehr langer Brief natürlich, den er veröffentlicht hat. Und seitdem gibt es unglaublich viele Diskussionen in China um Ai Weiwei und um die Macht der Medien im Westen, aber natürlich auch um diese ganze Frage, was der korrekte Umgang ist in China mit dem politischen Künstler. Zum Schluss kann ich vielleicht noch ein bisschen freche Frage stellen. Die kommt aber von einem Besucher aus der Führung, deswegen kann ich mich immerhin in die zweite Reihe verstecken. Und zwar hat ein Besucher neulich gesagt, dass die chinesische Regierung die beste PR-Agentur ist, die sich Ai Weiwei hätte beschaffen können. Das heißt also, wir sprechen ja eigentlich darüber, dass ganz viel vom Erfolg künstlerisch gesehen eigentlich daherkommt, dass es so einfach auch viele Geschichten zu erzählen gibt, dass es persönliche Aktionen ja auch gab, wie das Fahrrad vom Gropiusbau, solange Ai Weiwei nicht ausreisen kann, werden jeden Tag frische Blumen hingeschickt. Das heißt, es bringt also auch ganz viel Erzählung mit sich. Und wie haben Sie das erlebt, so diese Biografie und die Kunst? Kann man das eigentlich noch auseinanderhalten? Sollte man? Nein, ich meine, er ist natürlich ein Mensch mit unglaublich vielen Facetten. Das ist alles Ai Weiwei, was da präsentiert wird, nicht? Also die Geschichten, erlebt dieser, so wie ich die Person Ai Weiwei kenne und auch sehe, ist einfach die eben gar nicht anders kann, als ständig permanent zu produzieren. Er ist unglaublich aktiv. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht bloggt. Und wenn es noch so spät ist in der Nacht, er schreibt noch einen letzten Blog-Eintrag. Er produziert Filme, er hat im vergangenen Jahr eine CD produziert mit Musik, die sehr regimekritisch ist. Das, was er denkt und fühlt, das lebt er und arbeitet er in Architektur, in Film, in Musik, in Kunst um. Das ist, glaube ich, nicht trennbar. Nicht? He's been a father figure to me, like in my 10 years of living in China, with a deep relationship that's professional, that's artistic, that's quite personal. So to be suddenly confronted with a situation like this was obviously quite surprising and quite difficult. And I mean, it speaks to really just some of the less
savory, less palatable aspects of the situation in China right now, without kind of simply affirming what you may already think not being there. It is a situation where the rules are kind of not made clear until suddenly they are. And to work there is to accept a certain degree of compromise. So I mean, I have eminent respect, massive respect for the position that he has taken again and again of speaking out of position and being willing to accept consequences for it. I mean, this is something he feels deeply, and I also believe in the necessity of the kind of work that I've chosen to do, which is to accept a certain degree of compromise and to work inside the bounds of the system with the aim of trying to create a kind of space in there. That's what I did as a magazine editor, and that's of course what we do as an international art institution operating fully on Chinese soil and kind of only with the consent of the government that governs the land on which it's situated. It's not our place to, you know, overturn the laws, it's rather our place to try and do things within them. All of that said, I think that his fundamental paranoia and that what's driving all of this is, and it's not just paranoia, it's his fundamental position, is a fear, a deep fear of being written out of history. And I think that he's actually 100% justified in this fear, because we look at how the Chinese government has come to govern, and it has to do in large measure with not controlling the story, but controlling the very parameters or the very framework of the story. And that's so often done by making certain questions unaskable, making certain names unmentionable, making certain dynamics unspeakable. And I don't see that improving at any time. And in a way, for me, that just makes the work of showing art and provoking conversations around it, be it intentionally, or in this case, quite unintentionally, all the more urgent.